Man schmückt sich ja mit dem Namen Kulturkaufhaus. Aber eine Lesung von unserem Buch hat aber noch nicht stattgefunden. Da man uns ja scheinbar nicht mehr reinlassen will, machen wir heute hier die Lesung. Die Lesung mit dem Buch oder aus dem Buch, das die Wahrheit sagt. Aus dem Buch, das es da nicht zu kaufen gibt. Aus dem Buch, das genau beschreibt, was bei uns los ist. Wie Dussmann wirkt, wie Dussmann handelt und wie Dussmann selbst noch aus dem kleinsten Einkommen versucht, noch das Letzte rauszuholen für sich und nicht für uns. Okay, Kapitel die Lohn- und Arbeitsbedingungen bei der CFM. Auswertung einer Umfrageaktion. In einem Betrieb wie der CFM ist es für Belegschaftsvertreter und die Gewerkschaft schon eine Herausforderung, überhaupt einen Überblick über die Vertragssituation der Beschäftigten zu bekommen. Da es keinen Tarifvertrag gibt, werden die Arbeitsverträge individuell ausgehandelt. Es gibt große Unterschiede bei vergleichbaren oder sogar denselben Tätigkeiten. Um ein besseres Bild der Lohn- und Arbeitsbedingungen zu erhalten und die Probleme, Wünsche und Forderungen der Beschäftigten besser zu erfassen, wurde von der Verdi-Betriebsgruppe und dem Solidaritätskomitee eine repräsentative Umfrage unter CFM-Beschäftigten durchgeführt. In dieser wurde nach Ausbildungsstand, Vertragssituation, Lohnhöhe, Probleme im Rahmen der Arbeit, etwa die Probleme mit Vorgesetzten nach dem Streik, Verbesserungsvorschläge und der Bereitschaft, wieder in den Streik zu treten, gefragt. Die Ergebnisse dieser Umfrage bestätigen die Verdi-Betriebsgruppe und das Solidaritätskomitee in ihren Forderungen für einen Tarifvertrag und für bessere Löhne und Arbeitsbedingungen. Sie werfen auch ein Licht darauf, unter welchen Belastungen Lohnabhängige in der Bundesrepublik heute arbeiten müssen. Es ist keine Ausnahmeerscheinung, dass Beschäftigte trotz Erkrankung zur Arbeit gehen, weil sie Angst haben, ihren Arbeitsplatz zu verlieren oder nach Ablauf ihrer befristeten Arbeitsvertrages keinen neuen Vertrag zu bekommen. CFM-Kolleginnen und Kollegen klagen über hohe Staub- und Lärmbelästigung und zu schwere körperliche Arbeit. Einige leiden unter Schlafproblemen, die auch mit Wechselschichtarbeit zusammenhängen. So liegen die Lohnunterschiede bei den Befragten bei ca. 266,5%. Zwischen 955 Euro und 3.500 Euro für eine Vollzeitstelle. Dies gilt für alle. Erfassten Tätigkeitsbereiche. Innerhalb desselben Tätigkeitsbereichs liegen die Lohnunterschiede immerhin bei bis zu 107%, so zum Beispiel zwischen 1.450 und 2.200 Euro im RLT, zwischen 1.400 und 2.900 Euro im VT, zwischen 955 und 1.400 Euro im Bereich SET. Auffällig ist auch, dass viele Kolleginnen und Kollegen, die über eine oder mehrere Berufsausbildungen verfügen, Hilfsarbeitertätigkeiten verrichten müssen. 24,5% der Befragten haben nur ein befristetes Arbeitsverhältnis. 37,6% mussten im Laufe ihrer Tätigkeit bei der CFM Änderungsverträge unterschreiben. Nahezu alle Beschäftigten haben Probleme im Rahmen ihrer Arbeit angeführt. Dazu gehören hoher Zeitdruck, 59% der Belegschaft. Personalmangel, 75% der Belegschaft. Mitarbeiter gehen krank zur Arbeit, 39%. Das ist ein Armutszeugnis. Arbeitsbedingte, gesundheitliche Probleme, also durch die Arbeit erzeugte Probleme in der Gesundheit, 42,5%. Arbeit macht krank und besonders bei uns. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen können ihre Pausen nicht nehmen. 16%. Bossing und Mobbing. 11,5%. 9% der Befragten haben aufgrund ihrer Streikbeteiligung Probleme mit Vorgesetzten bekommen. Erfreulich ist, dass diese Einschüchterungen nicht wirken, da 98,6% der Verdi-Mitglieder
für ein, in der Urabstimmung für einen Streik gestimmt haben. Ein Kollege setzte neben seinem Kreuz für die Streikbereitschaft den Kommentar Zusammenhalt und Einigkeit. Und ich glaube, das ist auch, was uns 10 Wochen noch schon auf die Straße hält, dass wir zusammenhalten und einig sind bei dem, was wir wollen. Die Forderungen der Beschäftigten sind vielfältig. Insgesamt wurden 22 verschiedene Punkte genannt, die geändert bzw. verbessert werden sollen. Das reicht von den Forderungen nach der Auszahlung der geleisteten Überstunden, über Schwerenzulagen, mehr Urlaub und unbefristete Arbeitsverträge bis zu einer besseren Organisation der Arbeit. Vor allem aber fordern Kolleginnen und Kollegen eine Angleichung der Lohn- und Arbeitsbedingungen an den Tarifvertrag der Charité und gleichen Lohn für gleiche Arbeit. Zwei Kollegen brachten zum Ausdruck, dass die Forderungen tatsächlich bescheiden sind. Sie wünschen sich, dass die Bezahlung für das normale Leben reicht, beziehungsweise ein Einkommen, von dem man wieder leben kann. Liebe Kolleginnen und Kollegen, diese Befragung ist noch vor diesem Streik passiert. Diese Befragung zeigt eindeutig, dass der Kampf richtig ist, dass der Kampf wichtig ist und dass der Kampf gewonnen werden muss. Und dass die da verantwortlich sind für die Misere. Liebe Kolleginnen und Kollegen, in einer Firma, in der man erst ein Schwarzbuch schreiben muss, dass die Situation auch mal auf den Tisch kommt, in der man immer noch seit 10 Wochen hingehalten wird, in dem man nach 10 Wochen immer noch versucht wird, unseren Streik zu brechen. Das ist eine Schande.